Staatssekretär, dann werden Sie mir zustimmen, lohnt es auch immer Hand anzulegen auf der politischen Schiene. Zukunft bewegen bedeutet nicht nur, dass wir schrankstandfähiger uns bewegen, sondern auch in dem Fall, dass sich der Gesetzgeber ein Stück weit in die richtige Richtung bewegt. Heute sind jedenfalls viele gekommen, die den ZDS ein Stück in diese Zukunft mit begleiten möchten. Allen voran, und ich begrüße sehr, sehr herzlich die Stadträtin der Stadt Darmstadt, Irmgard Klaff-Disselmann. Herzlich willkommen. Als Vertreter des Hessischen Wirtschaftsministeriums heiße ich sehr herzlich willkommen Herr Staatssekretär Klaus-Peter Güttler. Herr Staatssekretär, auch wenn auf unsere Einladung abgedruckt steht, dass der Minister Posch kommen wird und leider Herr Gottes heute Morgen verhindert ist, freue ich mich umso mehr, dass Sie heute ein zweites Mal beim ZDS sind. Das zeigt auch, dass Sie sich wohl bei unserem Verband fühlen und das freut mich ungemein. Als weiteren Ehrengast begrüße ich den SPD-Landtagsabgeordneten Kollegen Heinz Lotz. Herzlich willkommen am ZDS. Lieber Heinz, nach Monaten der Unruhe in der hessischen SPD ist nun mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden wieder Kontinuität eingekehrt. Seit vielen Jahren pflegen wir gerade mit den Sozialdemokraten eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und gerade die klare Bekenntnis, nicht nur in der Vergangenheit, auch jüngst gerade in dieser Woche zur Kernzwecksfestschreibung, deckt sich eindeutig mit der unseren. Beide wollen wir Arbeitsplätze sichern, neue Perspektiven für das schornsteinfähige Handwerk aufzeigen. Und gerade du als schornsteinfähiger Meister weißt nur zu gut, dass das in unserem Handwerk nur miteinander gemeinsam geschehen kann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Als Vertreterin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen begrüße ich sehr herzlich Angela Dorn. Es ist schön, dass Sie durch Ihre Anwesenheit hier beim ZDS den guten Kontakt zwischen den Grünen und dem unserigen Verband unterstreichen. Gerade im Bereich des Klimaschutzes haben wir sehr, sehr viele Schnittpunkte mit unserem Handwerk. Und gemeinsam müssen wir die Mammutaufgabe der Energiereduzierung im Gebäudebestand politisch vorantreiben. Ich weiß, dass wir mit den Grünen im Hessischen Landtag einen guten Partner an unserer Seite haben. Dafür vielen Dank. Außerdem heiße ich auf das allerherzlichste Willkommen unseren ersten Vorsitzenden, meinen Freund und Kollegen Frank Weber. Eine Freude ist mir ebenfalls, den Vizepräsidenten der Handwerkskammer Rhein-Main zu begrüßen. Kollegen Heinrich Stang, herzlich willkommen. Lieber Heinrich, ich weiß, dass du heute, ich glaube, vier teilen können. So viele Veranstaltungen hättest du als Vertreter der Kammer nochmal heute besuchen müssen. Aber umso mehr ehrt es natürlich uns, dass du hier beim ZDS bist. Fühl dich bei uns wohl, herzlich willkommen. Aus dem ZDS-Bundesverband begrüße ich die Kollegen Stefan Boll, Sascha Schweizer und Markus Frank. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Als Vertreter der Arbeitgeber heiße ich herzlich willkommen den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes des Hessischen Handwerks, Landesinnungsmeister des Schornsteinfegerhandwerks, Hans-Werner Stech, sowie den neuen Obermeister der Schornsteinfegerinnung Rhein-Main, Matthias Dings. Herzlich willkommen. Zum Schluss grüße ich, und das nicht weniger herzlich, natürlich alle Delegierte und Teilnehmer des diesjährigen Regionalverbandstags. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle hier seid in Darmstadt. Ein besonderer Gruß geht natürlich auch an die Vertreter der Presse mit der Bitte um eine faire und wohlwollende Berichterstattung. Und ansonsten
würde ich vorschlagen, dass wir mit den Grußworten beginnen.